Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Erstmal wieder am Start und zwar im nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um ein paar aktive Kopfhörer, die natürlich einen integrierten Akku drin haben und die eine aktive Rauschunterdrückung haben. Und das fand ich jetzt mal ganz interessant. Ich habe bisher schon die verschiedensten Kopfhörer mal gehabt, wo das drauf stand, aber noch nie so krass beworben wurde. Und hier steht es, aktiv Background Noise Reduction, also die Hintergrundgeräusche werden aktiv unterdrückt und zwar mit Hilfe dieses kleinen Geräts. Also muss eine Batterie rein, eigentlich eine AAA, kann man auch einen Akku nehmen oder eine normale Batterie und kein integrierter Akku an sich. So, jetzt steht hier hinten nochmal drin, die aktive Rauschunterdrückung, integrierte Fernbedienung zur Anrufsteuerung, kann man also als Headset auch benutzen, eingebautes Mikrofon zum Freisprechen und Micro-USB oder Batteriebetrieb. So, also Micro-USB, denke ich mal, wird man dann verkabelt sein, schätze ich mal, weil kein integrierter Akku drin ist. Und wie es weiter aussieht, werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. So, kommt das Ganze schön verpackt daher. So, kommt an der Seite damit. Und hier ist dann nochmal ein schwarzer Karton, nochmal eingepackt. So, der sieht natürlich edel aus. Komme ich das durch, wie kriege ich den auf? Ach so, hier vorne Magnetverschluss. Und dann machen wir das ganze Gerät mal auf. So sieht das also aus. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich sah ja die Bilder im Internet schon und war ja schon entzückt, wie das Ganze so aussieht, so von der Verpackung her. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die natürlich auch nicht nur so aussehen, sondern auch einen super Klang haben. Die sind jetzt hier per Klinkenstecker dabei. Das heißt, ihr habt jetzt hier keinen Bluetooth. Und ihr könnt das Ganze... Ah, clever, ich verstehe, wie das funktioniert. Ihr könnt das Gerät in euer Handy einstöpseln. Ob es dann auch funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Also 3,5 mm Klinkenstecker ans Telefon und den Micro-USB, ob der Strom zurückgeleitet wird hier rein. Alles klar. So, das ziehen wir jetzt mal ganz vorsichtig hier raus. So. Gucken wir mal, irgendwo muss ja hier... Hier kommt zuerst der erste Kopfhörer raus. Eingelassen im Schaumgummi. Der zweite. Guck mal, wir haben sogar einen Adapter für iPhones, wo man den Lightning-Anschluss benutzen kann. Also mache ich jetzt hier den Micro-USB-Eingang, Ausgang. Mache ich einfach hier durch. So. Steck den rein und kann es beim iPhone benutzen. Natürlich auch eine praktische Sache vom iPhone. Wahrscheinlich die Daten. Ich weiß nicht, nee, das kann man eigentlich nicht beim iPhone. Nee, kann man ja die Daten nicht vom iPhone zum Android-Phone oder zum Tablet rüberschreiben. Das wäre ja mal ein cooler Adapter gewesen dafür. Aber ich glaube, so funktioniert es dann nun doch nicht. So, den legen wir mal so rum wieder rein. Und hier kommt dann diese Batterie anscheinend rein, wenn man dann jetzt kein Micro-USB Anschluss zur Verfügung hat und hat eigentlich, und jetzt haltet euch fest, eigentlich habt ihr sozusagen eine Mini-Powerbank dabei. Wenn ich jetzt hier so, ach guck mal, da ist sogar schon eine Batterie drin, das ist ja praktisch. Sehr schön, ich wusste auch gar nicht, dass es von der Firma auch gleichzeitig noch Batterie gibt. Aber die gibt es, wie wir hier sehen. Funktioniert die denn jetzt schon? Naja gut, wir lassen es erstmal so, wie es ist. So, die schicke Verpackung erstmal zur Seite. Dann haben wir hier natürlich das Mikrofon an der Stelle und oben drüber wird dann die LED sein, wie das Ganze betrieben wird wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal mein Telefon hier ranholen. Bin ja mal gespannt, wie das hier funktioniert. Ist ja mal was ganz anderes. So, ich muss also erstmal hier diesen Klinkenstecker einstecken. Zack, haben wir gemacht. Telefon sagt, alles gut soweit. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt hier den Micro-USB einstecke, dann kommt der hier oben rein. Zack. Und dann müsste er theoretisch, ich weiß nicht, ob es funktioniert so, dann eigentlich Strom geliefert werden. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das Ganze denn hier funktionieren soll. Und wozu sind die Tasten überhaupt? Das ist erstmal ganz wichtig. So, wenn wir ganz kurz hier mal was umstellen, dass mir hier keiner dazwischen funkt, nicht, dass wieder wer anruft. So, wir schauen uns mal die Betriebsanleitung an. Die ist hier irgendwo auf Englisch und dann müsste sie hier auf Französisch kommen und irgendwo muss ja auch mal Deutsch nochmal sein zwischendrin. Italienisch. Mal ganz kurz Überblick schauen hier. Da war Deutsch eben. Dass wir auch mal wissen, was wir denn hier jetzt mit den ganzen verschiedenen Sachen anfangen können. So, Bedienungsanleitung. Da steht das Ganze nochmal. Lagerung und Benutzung, Instandsetzung. Ach, hier Teile und Funktion. So, also die 1, wie ich sagte, ist die LED. Das wäre jetzt hier
Das hier ganz oben ist die LED, das ist das Mikrofon, die 3, das ist hier die Taste, Noise-Canceling-Schalter, also die Rauschunterdrückung, und die 4 ist die Steuerungstaste, wo ich jetzt, denke ich mal, wenn wer anruft, draufdrücken kann, dass das Ganze dann auch funktioniert. Okay, so an der Stelle schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir bloß mal uns umschauen. Ach Mensch, na klar, die haben deswegen ein Micro-USB verbaut, weil ja die meisten USB-Smartphones, sage ich jetzt mal, Host-Funktion drin haben. Und Host ist das, dass ich einen USB-Stick an das Smartphone anschließen kann. Also Micro-USB auf Groß-USB. USB-Stick dran, und dann lese ich beim S4, beim Galaxy S4 zum Beispiel, die Daten aus und kann auf den USB-Stick schreiben oder zurück. Unterstützt dieses Telefon natürlich nicht. Wobei ich dann natürlich weiß, dass ich darüber jetzt keinen Strom erhalten werde. So, jetzt gucken wir nochmal ganz schnell. Power-LED, Mikrofon, und wie kriege ich das Ganze denn dann angeschaltet normalerweise? Müsste das ja hier auch erklärt sein. Jetzt gucke ich erstmal. Normalerweise müsste es ja auch so sein, wenn ich jetzt hier drauf gehe, Dateimanager, und mal hier einen Bass-Test laufen lasse. Anmachen. Hallo? Okay, also so kommt auf jeden Fall schon mal was durch, das ist klar. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, sehr schön. Mal gucken, wo jetzt hier, das ist fürs rechte Ohr, mal ganz kurz Probe hören. Oh, die sitzen aber gut im Ohr, muss man Tatsache mal sagen. Nicht schlecht. Oh, da ist er wieder rausgefallen. Zu viel Gewicht, deswegen ist hier hinten eine kleine Klammer. Da kann man das Gerät gut befestigen. So, wir gucken mal weiter. Wiedergabe verbinden. Wiedergabequelle verbinden, stecken Sie das Audiokabel zusammen. Noise Canceling besitzt aktives Rausch, also aktive Rauschunterdrückung, um Hintergrundgeräusche auszublenden und Ihre Musik ohne Störung zu genießen. Okay, anschließend können Sie den Noise Canceler, Sie können auch den Mikro-USB- oder Lightning-Anschluss Ihres Smartphones oder einer Powerbank anstatt des Batteriefachs nutzen. Ach, gucke. So, okay, jetzt haben wir das ganz schnell mal probiert. Jetzt will ich aber mal wissen, funktioniert das Ganze auch schon so, wie es hier mitgeliefert wurde? Es war klar, diese Batterie hängt so fest, dass ich die natürlich jetzt auch gar nicht rauskriege. Moment, da muss ich jetzt mal ganz schnell improvisieren. So, am besten erstmal schnell versuchen, das Ganze hier rauszuholen und eine andere Batterie reinmachen. Die hatte ich mir extra schon bereitgelegt, wusste ja nicht, dass eine dabei ist. Komm mal raus da. So, jetzt ist die Batterie, die ich haben wollte, hier hinten. Aha, da leuchtet es auch schön. Endlich, es leuchtet. So, muss ich mal ganz kurz Probe hören hier. Habe ich jetzt überhaupt den richtigen? Das ist der linke, das ist der falsche also. So, gucken. Okay. Mal ganz kurz die Seite auch reinmachen hier. So, okay. Den haben wir schon mal drin gehabt. Jetzt kommt der andere Copyright. Machen wir mal cool. Ja, auf jeden Fall guter Sound. Aha. So, als letztes einmal das Ganze rausgesteckt. So, nochmal reingesteckt. Also ich finde, die Kopfhörer haben auf jeden Fall einen guten Klang, sehr guten Klang, muss ich sagen. Mach mal kurz aus. Höre ich da jetzt einen Unterschied? Eigentlich nicht, ne? Hä? Leuchtet der gar nicht? Wieso leuchtet der jetzt nicht mehr? Habe ich ihn jetzt ausgestellt? Ach so! Ja, jetzt kommt's. Also erstmal ganz schnell vorweg,
Es verstärkt sich ungemein der Sound dadurch, der ist brachialer denn je. Krasserweise ist es natürlich auch so, dass wenn der Sound durch dieses kleine Gerät hier noch mehr verstärkt wird, kommt knackiger rüber als so aus dem Telefon direkt raus, weil es ja wie so ein Mini-Verstärker ist, kann man ja mal sagen. So, jetzt kommt das hier rein. Und ihr könnt jetzt hier sozusagen die Anrufe hierüber annehmen und ablehnen. Könnt die Rauschunterdrückung an- und ausschalten, ausgeschaltet, und so wäre sie dann angeschaltet, wenn ich jetzt den Schalter hochdrücke. Ich denke mal, das macht man erst, den Unterschied hört man erst, wenn man wahrscheinlich an einer stark befahrenen Straße die Musik hört. Jetzt hier im leisen Raum kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, aber ich werde es definitiv nochmal so reinschreiben, wie es sich anhört so an sich, und das ist eine coole Alternative, finde ich. Man hat natürlich jetzt keine Lust, das muss man sagen, dieses Gerät hier noch irgendwo mit in die Tasche zu stecken. Es geht aber, man kann es jetzt neben das Smartphone dazulegen und man hat sozusagen eine Mini-Powerbank dabei, die dieses kleine Gerät hier betreibt. Oder aber, was man so auch machen könnte, beim Hostgerät kommt hier oben einfach das Micro-USB oder einfach beim Lightning-Anschluss kommt einfach oben der Anschluss ans Kabel und ruckzuck ist das so, wie man es haben will. Da kann man an sich nicht meckern, ist eine gute Idee. Ich würde mir jetzt, wie gesagt, das Gerät hier nur zwanghaft dann in die Tasche stecken, aber es geht ja auch nur darum, wenn man jetzt einen MP3-Player hat, der keinen Micro-USB-Anschluss hat und trotzdem die Rauschunterdrückung benutzt werden soll, dann braucht man dafür natürlich ein bisschen Strom. Idealerweise hätte man hier einen Akku integrieren können, das ist wahr. Hat man leider an der Stelle nicht gemacht. Ich denke mal, viel größer sind die Akkus ja nicht als so eine Fernbedienung, wenn ich so die meisten Bluetooth-Kopfhörer also die In-Ear-Kopfhörer anschaue. Und da ist der doch schon arg groß. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Muss daher schon mal sagen, krasses Teil. Und es ist auf jeden Fall aktiv verstärkt, das ist klar. Und so halten natürlich die Kopfhörer die Versprechungen, die gemacht werden, dass es sich gut anhört, dass der Klang bombastisch ist und der Bass natürlich auch sehr gut rüberkommt. Kann man an der Stelle nicht meckern. Wer Bock drauf hat, das Produkt mal auszuprobieren, den Link unten setze ich euch in die Beschreibung. Schönes Teil an der Stelle erstmal und vor allen Dingen, was gut ist, wenn ihr die verschenken wollt, ist eine super Atmosphäre, ist eine super Verpackung dabei und da kann man nicht meckern. Die werden hier einfach wieder ordentlich reingeknödelt und dann kann man die immer noch perfekt als ein Geschenk jetzt gerade zu Weihnachten weiterreichen. Natürlich dann unter der Voraussetzung müsste man wissen, dass derjenige einen Host-Anschluss hat, dass man das gleich alles beides hier anschließt, wenn derjenige nicht sogar nur drahtlos Kopfhörer nimmt. Das war's an der Stelle erstmal. Wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dann, auf Wiederschauen.